In Italien dauern die Proteste gegen die neuen Corona-Maßnahmen der Regierung an. Am Dienstagabend kam es in Rom zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei. In den letzten Tagen war es in ganz Italien immer wieder zu Protesten gekommen. Die Regierung von Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte die Schließung von Kinos, Schwimmbädern und Fitnessstudios angeordnet und die Öffnungszeiten von Bars und Restaurants eingeschränkt, um die zweite Corona-Welle zu bekämpfen. Conte hatte neue Hilfsmaßnahmen für betroffene Unternehmen angekündigt. Das Kabinett habe eine entsprechende Vorlage verabschiedet. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt.